Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Ja, wir sind hier in Azuria City und stehen vor der Arena von Misty. Die ist nämlich die Arenaleiterin von Azuria. Und ja, wir haben sie das letzte Mal am Cup der Verliebten da gestört und ja, hat mir so halb leid getan. Und ja, sie hat uns eigentlich zum Kampf herausgefordert und diese Herausforderung würde ich doch gerne annehmen. Und Mutter, danke für die Unterstützung, dass du schon wieder mein Preisgeld aus dem Fenster wirfst. Aber ja, ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass du mir viel Glück für den Arena-Kampf wünschst und Dankeschön. Dann würde ich sagen, auf geht's. Oh hi, zukünftiger Champ. Als Misty und die anderen weg waren, bin ich mich auch etwas amüsieren gegangen. Das finde ich gerade nur semi-ekelhaft. So, Pokémon Arena von Azuria City. Hier steht auch schon ein Matrose. Glugga, zuerst kriegst du es mit mir zu tun. Los, greif mich an. Nichts lieber als das. Eine Herausforderung von Matrose Bogdan. Der hat ein Sepa. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Nehmen wir mal meine stärkste Pflanzenattacke. Das war leider sehr effektiv. Tut mir leid. Und er hat noch einen Seemon. Wir bleiben natürlich bei Megani. Seemon guckt immer so verbissen. Ja, der kann auch zum Teil diese Drachenattacken. Das ist schon, muss man ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Ich bin aber auch leveltechnisch jetzt gerade ein bisschen überlegen. Nidoqueen hat Level 50 erreicht. Das ist doch super. Und ich habe Bogdan besiegt. Das darf doch nicht wahr sein. Oh doch, darf das wahr sein. Als Misty mir sagte, ich sei stark, habe ich mir Hoffnung gemacht. Aber ich muss wohl noch an mir arbeiten. Ja, du stehst ja hier nicht ohne Grund. Muss ich hier tatsächlich? Ich gehe nochmal und hole das Morlord zurück. Dann verzichte ich gerade auf Ampharos, weil das werde ich nicht einsetzen im Kampf. Ich meine, eigentlich ist Pflanze ja fast dasselbe Cheaten wie Elektro anzuwenden. Eigentlich ist es ja kein Cheaten, es ist ja schon die Strategie, aber es ist der einfachste Weg, sagen wir es mal so. Genau, ich brauche nämlich ein Pokémon, das Surfer kann, um in das Wasser zu gelangen. Das ist... Habe ich etwas verdrängt, dass man... Ich hatte sonst immer eins im Team, das das konnte. Deswegen musste ich nicht immer hin und her gehen. Aber gut, dann springen wir mal hier ins nasse Kalt. Oder ins kalte Nass. Das kalte Nass, oder? Das nasse Kalt. Egal wie rum, ihr wisst, was ich meine. Hallo, ignoriere mich doch nicht. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Alles gut, jetzt können wir ja gegeneinander kämpfen. Eine Herausforderung von Schwimmerin Heidi. Die besitzt ein Enteron. Auf Level 48. Da kommen wir der Sache doch schon ein bisschen näher. Dann benutze ich einfach mal eine Nicht-Pflanzen-Attacke. Body Slam ist auch echt gut. Jetzt blockiert er mir nämlich Body Slam. Ha? Ja, du hast es nicht anders gewollt.
Vielleicht hat sie aber auch strategisch gedacht, ich würde direkt mit einer Pflanzenattacke starten und da wäre das ja mit dem Aussetzer recht klug gewesen. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ich werde hier ganz friedlich meine Bahn abschwimmen. Mach das. Beim Schwimmen zählt nicht nur die Geschwindigkeit. Die ästhetische Komponente ist genauso wichtig. Eine Herausforderung von Schwimmerin Charlotte. Die besitzt ein Ausdoss. Bei Ausdoss muss ich richtig aufpassen. Das kann nämlich häufig auch Eisattacken. Und das wäre für mega nie Gift. Aber es hat jetzt schon prima geklappt mit dem One-Hit. Ja, Charlotte, kurzweilig. Eine sehr ästhetische Niederlage. Kind of. Jemand soll unerlaubt hier in die Arena eingedrungen sein. Wie furchtbar. Ja, das weiß ich noch. Jetzt zittere doch nicht gleich nur, weil ich so famos schwimmen kann. Ich zitter nur, weil mir kalt ist hier. Aber alles gut. Eine Herausforderung von Schwimmerin Helene. Die kann mit einem Goldking prahlen. Und jetzt ist Goldking auch noch paralysiert. Das finde ich sehr gut. Den Gift-Hieb finde ich nicht gut. Ah, jetzt bin ich vergiftet. Gut. Das ist eigentlich doof, weil Gift ist relativ effektiv gegen Pflanze. Nicht gut. Die hat noch ein Gold King. Ich wechsle jetzt einfach mal zu Girafarik. Dann kann nämlich Megani mit dem Gift ein wenig verschont werden. Sehr gut. Nein, ich zittere nicht. Ich bin die Ruhe in Person. Ach, jetzt zittert sie. Schwimmen ist gut für die Gesundheit und für die Figur. Sieh dir Misty an, sie ist der Beweis. So, da ist nämlich noch ein Matrose. Wir heilen jetzt erstmal das Megani. Mit einem Gegengift. Und was ist denn unser Supertrank? Ich habe doch welche gekauft. Ah, hier. Die sind ja alle so gelb-orange. Kann ich nicht optisch so gut unterscheiden voneinander. So, nochmal. Wir stehen kurz vor Level 52. Das ist schon mal recht schön. So, noch ein Matrose. Ein paar Stunden am Swimmingpool und ich bin wieder taufrisch.
Hat er auf der MS Aqua Urlaub gemacht, oder? Eine Herausforderung von Matrose Franco. Der hat ein Azumarill. Ich glaube, das ist das erste Azumarill, was wir hier sehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Osterhäschen mit einem Ei All-Inclusive. Auch sehr, sehr süß, das Pokémon. Besitze ich auch noch nicht. Ich habe ein normales Merrill, aber Azumarill fehlt mir noch. Und das Baby-Pokémon gibt es ja erst seit Generation 3. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob wir das vielleicht auch züchten können. Ich meine, wir brauchen aber dazu ein bestimmtes Item. Aber da würde ich dann nochmal drauf zurückkommen, wenn es Zeit ist. So, Megani erreicht Level 52. Und Nidoqueen kriegt auch noch ein paar EP. Frische allein ist wohl nicht genug. Das, ja. Ab jetzt schwimme ich lieber. Matrosen müssen sich über Wasser halten können. Gut, hier ist auch niemand anderes mehr. Dann, ja, stehen wir jetzt hier der nächsten Arena-Leiterin gegenüber. Sie hat uns ja praktisch herausgefordert, aber... Jetzt fordere ich sie raus oder nehme es soweit an. Auch über ihr schwebt der Orden der Arena, der Quellorden. Ich frage mich, ob das in Kanto jetzt so durchgezogen wird. Ich habe das ja in Johto schon mal bei anderen gesehen. Ich glaube, bei der Jasmin war der Stahlorden über ihr und der Drachenorden bei der Sandra, meine ich. Aber bei allen anderen habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen. Aber bei Rocco war das ja auch schon mit dem Felsenorden. Aber ich will jetzt gar nicht so lange rumschwafeln. Ich finde das sehr cool, wie hier das Arenendesign ist, falls ich das noch nicht richtig erwähnt habe. Und dass sie hier auf dem Rettungsschwimmerstuhl oben steht und ich glaube auch noch so einen Drink neben sich hat, finde ich einmalig. Und ja, Misty hat eine leicht neue Frisur. Also sie hat nicht mehr dieses Zöpfchen oben. Und ja, auch sie ist etwas älter geworden. Ich freue mich sehr, jetzt gegen sie kämpfen zu dürfen. Und ich glaube, nur mit Megani alleine, sie hat sicher auch Pokémon, die Eisattacken besitzen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich würde sagen, stellen wir uns der Herausforderung. Ah, unser Störenfried. Du magst dir in Johto vielleicht viele Orden erkämpft haben, aber ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen. Meine Wasser-Pokémon haben es drauf. Eine Herausforderung von Arena-Leiterin Misty. Sie fängt mit einem Enteron an. Mit dem kann ich es auf jeden Fall aufnehmen. Dann nehme ich schon mal Fauna-Statue. Danach muss ich mich zwar auch ausruhen, aber dann bin ich nicht in diesen Blütenblättern gefangen. Sie setzt als nächstes Lapras ein. Lapras ist natürlich ein Wasser-Eis-Pokémon. Das könnte gefährlich werden für Megani. Deswegen wechsle ich jetzt tatsächlich zu Girafarig rüber und versuche mit Girafarig irgendwas zu bewegen. Frag mich, ob sie noch Newrob oder Newgong hat. Ja, hier kommt Eisstrahl. Das war jetzt ziemlich effektiv. Ah, das hat gar nichts gebracht. Das war es dann leider mit Girafarig.
Ich versuch's mal mit Nidoking. Ja, der Eisstrahl ist sehr, sehr gefährlich. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt bin ich auch noch eingefroren. Ich bin zum ersten Mal eingefroren. Es lohnt sich jetzt aber auch nicht mehr zu wechseln, ne? Oh, Lapras kriegt die Top-Genesung von Misty. Das ist natürlich sehr klug von ihr. Ich bin immer noch eingefroren. Tja, leider ist Lapras jetzt vergiftet, weil es mich berührt hat. Wenigstens zieht es ein bisschen was ab. Dann gehe ich doch nochmal auf Megani. In der Hoffnung, dass Lapras mich mit dem Eisstrahl nicht kaputt haut. Wow, da habe ich jetzt aber Glück. Das war extremes Glück jetzt gerade. Ich hoffe, jetzt ist Lapras Geschichte. Ja. Tschüss, Lapras. Du warst echt eine Bedrohung. Gut. Jetzt ist Megani ein bisschen verwirrt, aber das macht nichts. Misty setzt als nächstes Starmie ein. Ich bleibe. Starmie ist so ein Signature-Pokémon von ihr. Ich frage mich noch, ob sie Goldini oder irgendwie sowas hat. Das ist fies. Ich weiß, dass Starmie auf jeden Fall sowas wie Donnerblitz erlernen kann. Und ich bin eingefroren, das ist schlecht. Aber ich wurde direkt wieder aufgetaut. Fantastisch. Starmie hat Level 54, sehe ich gerade. Also das stärkste Pokémon wahrscheinlich, das sie besitzt. Oder sie hat noch einen Trumpf im Ärmel. Eins kennen wir noch nicht. Das war's aber wahrscheinlich mit Meganie. Misty ist relativ stark. Da hat sie nicht zu viel versprochen. Der ist mir natürlich hier überlegen. Fast. Und Misty hat noch eine Top-Genesung. Oh Gott. Ist Dami halb Psycho? Wasserpsycho? Warum sollte Unlicht sonst was bewirken? So, es bleiben noch Morlord und Ibitak. Ich nehme jetzt Morlord als Opfer. Lamm. Und brauche ein Beleber für diverse Pokémon von mir. Mal sehen, ob Morlord das überlebt. Nee, das war mir klar. Passt schon. So, Girafarig.
Ah, jetzt muss ich super aufpassen. Stopp, stopp, stopp. Ah, sie ist noch lebendig. So, ich kann meine Pokémon nämlich auch heilen, Misty. Haha. Ah, stopp, stopp, stopp. Ah, Starmie ist aber echt ein fieses Pokémon. Mit Level 54 auch deutlich überlegen. Und wir sind auf Level 52. Sie hat noch einen Morlord. Gar nicht mal so übel. Das ist wieder ein bisschen schwächer. Mit Level 49. Komm, 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 komm. Ja! Sehr gut. Oh, danke, Girafarik. Du bist echt gut. Wir haben Misty besiegt. Puh, ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich auch an meine. Mann, du bist wirklich gut. Ich gebe es offen zu, du hast wirklich einiges an Talent. Hier hast du den Quellorden. Wir erhalten den Quellorden von Misty. Oh, und noch etwas. Hier, behalte es als das Andenken, behalte das als Andenken an unseren Kampf. TM3. Darin findest du Aquaquelle. Manchmal können deine Pokémon mit dieser Attacke ihren Gegner verwirren. Du hast dich von Johto bis hierher durchgekämpft. Ich bin mir sicher, dass du sie zu deinem Vorteil einsetzen wirst. Ah, Moment, ich muss sie nochmal ansprechen. Moment, gibt es in Johto sehr viele starke Trainer? Irgendwann gehe ich genau wie du auf eine Reise und kämpfe gegen jede Menge starke Trainer. So, und da haben wir das gute Stück, unseren Quellorden. Ah, ich finde das toll. Ich freue mich richtig. Schade, dass der nicht blau schimmert, so wie damals. Aber das ist alles richtig gut. Denn können wir hier einmal durch die Arena wieder durch. Einmal ins Pokémon Center zum Heilen. Und die Mutter will wieder was von uns. Ja, ja, ja. Tralala. Dann gehe ich gleich mal in den Supermarkt noch. Denn der nächste Arena-Leiter auf unserer Checkliste ist Major Bob in Orania City. Und Orania City, da sind wir damals mit der MS Aqua angekommen. Das heißt, der Weg bis dahin ist nicht mehr so weit. Und dann steht uns da auch nicht so viel im Wege. Und wir können relativ schnell den nächsten Arenaleiter herausfordern. Das freut mich sehr. So, einmal noch hier in den Supermarkt. Und dann holen wir unsere Beeren ab. Denn die Mutter sorgt sich ja immer um unsere Gesundheit. Nochmal. Oh Gott, wie viel hat die denn schon wieder geschickt?
War's das? So, ja, das war's. Alles klar. So, nach Orania City müssen wir hier nach unten gehen. Wir waren noch nicht auf dieser... Obwohl doch, wir waren auf der Route. Stimmt, ich bin ja von Safronia City hochgelaufen nach Azuria City damals. Wegen dem Kraftwerk. Ich gucke einfach mal, ob hier noch ein paar Trainer sind, gegen die wir noch kämpfen müssen. Ob ich da welche umgangen bin. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Aber gut, dann steht uns ja nicht mehr so viel im Wege, wenn wir nach Orania City wollen. Dann würde ich sagen, ich freue mich riesig, dass wir jetzt schon zwei Orden aus Kanto haben und bald wahrscheinlich den dritten. Und da eignen sich auch Pokémon von mir für die dritte Arena. Das heißt, ich muss da nichts extra trainieren. Und ja, ich freue mich mega, dass das gerade alles so gut klappt und dass wir unsere Reise dann nach Orania City fortsetzen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.